So, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Skyrim. Im letzten Part sind wir von Flusswald nach Weißlauf gelaufen und wurden hier von den netten Wachen da aufgehalten. Aber jetzt dürfen wir passieren und schauen wir uns doch gleich mal den nächsten Ladebildschirm an. Und ja, danach schauen wir mal, was so in Weißlauf abgeht. So. Wir zahlen So. jeden Preis. Aha. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ah ja, okay. Familienzwist. Und ja, wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht, was unsere Quest überhaupt war. Gleich mal nachschauen. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Das werden wir gleich mal machen. Ich Das muss ist eine der. hungrige Tochter ernähren. Das ist Also schön. zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ah ja. Erzeugnisse, dann verkauf doch deine Tochter, ganz einfach. So, wir gehen jetzt mal hier hoch zu diesem komischen Platz. So. Ja, wie gesagt, habe ich das neue Mikrofon heute für die Helgen soll von Aufnahme. einem Drachen erwischt worden sein. Psst. Sollte sich eines dieser Monster hierher Ja, verirren, sind ja, wir ja, dran. ja, ja. Wie gesagt, habe ich jetzt das neue Mikrofon angesteckt und da hört man wirklich alles. Deswegen muss ich auch machen, was ich hier bei der Aufnahme mache. Und ja. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Ja. Drachen? Die Jetzt Welt bin ist verrückt geworden. ja, jetzt bin ich ja da. Damals schon verrückt gewesen und jetzt ist er noch verrückter. So. Was ist das? Drachenfeste. Okay, da gehen wir rein. Und zum nächsten Ladebildschirm. So. Schön. Hat's schön hier, auf jeden Fall. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Mein Herr, bitte. Was soll Ist diese es nicht die Zeit Unterbrechung? für blinden Jarl Aktionismus? Balgrove Ich empfängt bin der keine Ansicht, wir Besucher. brauchen noch Wer mehr bist du denn? Informationen, bevor wir handeln sollten. Und wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Ja. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Na, immerhin. Mit dem rede ich auch nur. So. Ihr wart also in Helgen. Ja. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden oder der Tarat Hecken zu schürten. Das letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Ich nehme das zweite. Da ist mir. Irelet hatte recht. Na, was sagt Das ihr ist dazu, möglich. Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Naja. Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir Genug! sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Na, ihr seid euch Gut einig. gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht Das vergessen. hoffe ich. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Fähigkeiten? Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Okay. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Na dann mal los. So. Den ganzen Tag Zeit hast du, oder? Das merkt man. Ich gehe mal vor, würde ich sagen. Stellen wir uns hin. Hier irgendwo. So, du bist Farenga heimlich Feuer, okay. Farenga,
Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, nee, ist klar. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Okay. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Das ist ja praktisch. In Ordnung, wo soll ich gehen und was soll ich holen? Was betrachtest du? Sag mir aber, was ich für euch tun soll. Oder wohin soll ich gehen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Was soll ich tun? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Korrekt. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Eben. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Mhm. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Dann haben wir doch mal hören, was er über das Ölsturz-Hügel... Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Grab zu erzählen hat. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Hm. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Ja, da komme ich ja, du Vogel. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Hm. Woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im Ölsturzhügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. So, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Gut, dann gehen wir mal zum Ölsturzhügelgrab mit euch. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Ist in Ordnung, okay. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Gut. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Hm. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Das hoffe ich doch. So, na gut. Dann würde ich sagen... Schauen wir mal kurz nach, was der... uns davor gegeben hat, als Belohnung. Oder auch irgendwie eine... Stahlrüstung. Plus 6. Genau. Mehr nicht? Okay, das sieht albern aus. Naja. Was haben wir jetzt für eine Quest? Bringe den Drachenstein in deinen Besitz. Gut, das machen wir. Gehen wir doch gleich mal los. Sag. Warum kommt im Ladebildschirm immer keine Rückmeldung? Das wäre ein bisschen doof. Hm. Spiel? Spiel. Na ja, dann mache ich mal Pause und bin gleich zurück.